Und jetzt möchte ich dir noch, gehen wir schon gegen Ende des Gesprächs, wobei wir könnten noch 5 Stunden reden und es wird nicht langweilig. Aber da Aha. habe ich noch jetzt aus eigenen Befindlichkeit heraus, aus eigener Frage heraus tatsächlich, eine Frage, was rätst du denen, die sich zu den sogenannten oder vielbegabten bzw. Polypotentials oder wie sie heute alle heißen, Scanner-Persönlichkeiten, die so viele Interessen haben, wie sich die positionieren am Markt als Personal Brand. Das ist die eine Geschichte. Und dann die zweite Frage, soll ich den Namen Andreas Giermeier in meinem Fall oder der Hansi Hinterhuber branden und da zum Beispiel Facebook-Seite und Seite dazu machen? Oder soll ich mir eine Marke raussuchen, wie bei mir jetzt das Lernen der Zukunft? Dass er diese Plattform darstellt, wo ich den Menschen Zugriff geben will auf das Wissen, welches sie dann in einer Zukunft, welche Kompetenzen sie aufbauen müssen, um erfolgreich zu sein als Trainer, Coach. Was ist für dich aus der Idee des Brandings heraus besser? Okay, Diese zwei Fragen möchte ich noch bearbeiten heute. die erste Frage, die ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten, War mal klar. weil und da gibt es eine bestimmte. Na, das zieht sich durch bei den erfolgreichen Marken und Menschen, die sehr erfolgreich sind. Man kann ein Geheimnis erkennen. Du sprachst von Leuten, Secret. ja, du sprachst von Leuten, die ganz viele Interessen haben und was können die tun? Ja, Leonardo da Vinci war ja auch so einer. Also ist jetzt nicht so, dass es dann nicht viele gäbe, die Genies in vielen Bereichen sind. Hier muss ich jetzt noch mal intervenieren. Wir reden jetzt mal nicht über Promis und über Situationen, wo es jemanden gab, der eine Ausnahme war, sondern wir reden jetzt mal über den Es Standard. gibt halt viele, die Scanner sind und viele, Ja, die, ja. aber noch mal, wir reden jetzt nicht über Generation Y, die alle meinen, sie seien Einhörner auf einer Wiese und wir können mit YouTube Geld verdienen. Die meine ich jetzt nicht. Okay. Ja, sondern lass uns mal über den Standard-Solopreneur reden, Ja. der eine Menge Interesse hat. Und da gibt es ein Geheimnis. Und das Geheimnis heißt, die sehr erfolgreichen Menschen, die wirklich mit ihrem Gesicht und mit ihrer Marke Geld verdient haben, und das zieht sich durch bis heute, die haben alle ihre Lebensthemen zur Expertise gemacht. Und das ist ein Schlüsselfaktor. Machst du dein Lebensthema zur Expertise, garantiere ich dir, wirst du damit Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz. Und das Interessante ist, die wenigsten kennen ihre Lebensthemen. Da sind wir aber auch wieder bei Brené Brown und Verletzlichkeit. Weil das ist die größte Wunde. Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Identität. Die größte Wunde. So, also das ist die Das ist Beantwortung. Lebensthema. Frage. Es ist, krieg dein Lebensthema raus und machst du dein Lebensthema zur Expertise, kannst du daraus ein erfolgreiches Businessmodell machen. Das ist so. Okay. Die zweite Frage, ob Jetzt fahrt er mal mit so einer kurzen Antwort über so eine wichtige Frage drüber. Aber es stimmt. Na, aber du hast ja so recht. Du hast ja so recht. Du hast ja so recht. Ich wünsche mir halt eine kompliziertere Antwort wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, aber es muss nicht komplizierter sein. Aber du weißt, auch da, ich kann mich auch da wieder erinnern, mein Coach-Ausbilder hat damals während meiner Ausbildung gesagt, Blöder Aff von wegen, ja. das Einfache ist oft nicht leicht und das Leichte ist nicht einfach. Eben, mir ist eben da nur die Brené Brown eingefallen und die du wahrscheinlich kennst, eben mit ihren Vulnerability Aha. verletzlich, also hat einer der meistgesehenen TED Talks, glaube ich, wo sie eben darüber spricht, dass man sich die Verletzlichkeit, die größten Wunden nach außen kommunizieren soll. Das berühmte, was man Storytelling heutzutage nennt. Und das ist, was eine tiefe Beziehung mit Menschen aufbaut, sowohl privat als auch geschäftlich. Genau. Entschuldigung, das wollte ich noch. Beantwortung der zweiten Frage. Ja, weil sonst kommen hier die Zuhörer nämlich nicht mehr mit, weil die schon gar nicht mehr wissen, was deine zweite Frage war. Das war entweder eine Marke, die extern ist, so wie Lernen der Zukunft, Genau. aber durch mich geleitet wird, oder Andreas Giermeier, der ich bin. So. Und diese Frage, da muss man sich im Vorfeld eine Frage stellen, die ein bisschen eine Weichenstellung bringt. Und zwar, wo sehe ich mich unternehmerisch in ein paar Jahren? Und diese Frage ist nicht ganz so trivial zu beantworten. Es gibt Tendenzen und Möglichkeiten, weil es da nicht richtig und falsch gibt. Aber was man sagen kann ist, jetzt gucken wir mal gerade, wie der Na, was Mensch, sagst du mir? jetzt pass auf, jetzt gucken wir mal gerade, was der Mensch macht. Worüber identifiziert sich der Mensch am schnellsten?
Wahrscheinlich über das andere humanoide Gegenüber. Das ist der Punkt. Das heißt, was wird Mensch empfehlen? Einen anonymen Konstrukt oder den Menschen, den er kennt? Ja, kommt, ja, beides ist möglich, aber natürlich der Mensch ist wahrscheinlich der Erste. Das ist der Punkt. Ja, ich rede jetzt auch nicht über Chris Anderson, sondern ich rede über TED Talks. Ja, aber nochmal, aber das Weiterempfehlungsgeschäft funktioniert primär über die Empfehlung eines anderen. Ja. So, damit beantworte ich eigentlich schon im Grundsatz eigentlich das Thema. Ja. Das heißt, wenn du damit schnell erfolgreich sein willst, benutze deinen Namen und mach dir eine Marke. Werde zur Marke, weil Empfehlung, das Thema der Mensch, wie Mensch funktioniert, funktioniert über Gesicht. So, das ist das eine. Das zweite ist, was wir heute wissen, wenn du einen anonymen Konstrukt, also eine andere Marke, Werde Welt zum Beispiel. Ja, Werde Welt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heißt ja nicht Ben Schulz Consulting. Ja, und ich muss nochmal ganz ehrlich sagen, wenn ich heute nochmal auf einer grünen Wiese anfangen könnte, würde ich es anders machen. Okay, also nicht Lernen in der Zukunft, sondern Andreas Giermeier lernen, oder? Weil der Punkt ist, ich weiß sowohl von meinen Kunden und von mir, dass wenn du eine Marke aufbaust, die nicht zentral an eine Person gekoppelt ist, ja, brauchst du ungefähr doppelt so viele Ressourcen, um diese Marke zur Marke zu machen. Okay, also Argument. Und das ist belegbar. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. So würde ich diese Frage beantworten, aber ganz klar, das hat natürlich auch nochmal individuell damit zu tun, wo sehe ich mich auch unternehmerisch in ein paar Jahren. Und dann muss man gucken, was wäre der richtige und bessere Weg. Und es gibt ein Für und es gibt ein Dawider für beide Varianten. Hilft dir das weiter? Ja, für mein, also so jetzt im theoretischen Konstrukt, ja, für mich selber jetzt nicht. Na, vielleicht sollten wir mal einen Beratertag machen, wir zwei. Ja, so in die Richtung, ja, weil ich meine, du weißt ja, wie ich positioniert bin, irgendwie mehr oder weniger. Und da stelle ich mir halt die Frage, weil mein Lernen der Zukunft, das hat irgendwie für die Menschen wahrscheinlich jetzt, solange ich noch nicht die Marke bin, mehr Aussagekraft als Andreas Giermeier. Das ist wohl so. Ja? Und wenn du irgendwann nochmal auf die Idee kommst und meinst, du müsstest publizieren, dann steht auf deinem Buch auch dein Name. Könnte passieren, ja. Also die schreibe auch selber, so jetzt am Rande. Also daher, es spricht momentan viel dafür, dass du alles, was du tust, mit deinem guten Namen dafür stehst und dann sozusagen das mit deinem Namen auch tust. Ich muss jetzt rebranden. Lernen der Zukunft, Andreas Giermeier, das Blog. Genau. Ja, nein, das, aber du gibst mir da natürlich zu denken. Ja. Ist das auch Teil des Kurses oder ist das jetzt was ich nur einfach daher bringen? Das so im Detail ist nicht Teil vom Kurs an der Stelle, ob ich jetzt ein Konstrukt, Firmennamen nehme oder meinen eigenen. Fakt ist, Gesicht verkauft. Mhm. Und wenn man in einem Beratungs-Weiterbildungssetting ist, in irgendeiner Art und Weise, dann verkauft Gesicht. Ben, ich muss eindeutig was machen mit mir. Also mehr Bilder auf meiner Homepage, mehr umgestalten, mehr... Was würdest du raten? Genau, was wären jetzt da die Schritte, wenn ich sage, okay, ich will da hinkommen? Verkauf dich als Marke. Und ganz ehrlich, das wird den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich dir jetzt mal die 10 Punkte aufliste, wo ich sage, das und das und das und das und das. Liegen die irgendwo vor? Gibt es die zu lesen? So, einen Teil haben wir in der Box abgefertigt. Okay. 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 Du Hundling, du. Das ist, ja, es ist, du bist ja nichts anderes wie ein geiler Verkäufer. Sei doch ehrlich. Alles gut. Ja, die Leute müssen das jetzt kaufen daheim. Also sie wissen, was sie zu tun haben. Und sie werden mitverfolgen, was sich mit mir und meiner Seite und meinem Leben, das ich noch nach außen trage, verändern wird und was der liebe Herr Schulz da anrichtet. Ja, ist in Ordnung. Aber da reden wir das nächste Mal drüber. Da reden wir dann das und von wegen the best is yet to come. Alles klar. Hast du eine langfristige Geschichte, die du jetzt schon anstrebst? Wie gesagt, seit letztem Jahr ist das ein bisschen in Bewegung gekommen bei mir, einfach gerade durch den Unfall. Und diese Frage, da bin ich in einem Prozess, die kann ich dir jetzt hier ad hoc nicht beantworten. Okay. Eine Sache, die du uns noch mit auf den Weg geben solltest, wenn wir, angenommen, die Leute haben jetzt da einfach nur drüber geskippt und wollen jetzt nur am Schluss die Essenz dessen, was du ihnen mitgeben willst, wenn man nur diese eine Sache von dir lernen dürfte, was wäre das?
Beschäftige dich nicht primär mit Fassade, sondern beschäftige dich mit der Innenstatik deiner Identität. Und wenn du das tust, wirst du um ein Vielfaches erfolgreicher, als wenn du nur inszenierst. In diesem Sinne, herzlichen Dank dir, lieber Ben. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, es wird garantiert eines geben. Und Sie zu Hause sind eingeladen, sich zu holen, was Sie meinen, dass Sie brauchen, uns zu kontaktieren, mich gerne zu kommentieren, zu liken, zu sharen. Freuen Sie sich. Es gibt sogar was zu gewinnen, aber das werden Sie selber nachlesen können. Und danke dir. Sehr gerne. Alles klar. Danke fürs Sehen. Alles Liebe. Alles Liebe. Ciao.